Erev Shabbat Shalom. Erez, ein Bekannter von mir, hat mir mal erzählt, dass bereits in seinem Hochzeit hatte er gewusst, das ist nicht für immer. Und ich habe ihm gefragt, Erez, wirklich, du standst unter dem Chuppah, unter dem Baldachin und du gibst den Ring an deinen Braut, an deine Frau und du wusstest bereits, dass sie ihr Ex werden? Was ist tatsächlich auch so geworden? Und er sagte mir, ja, wir haben zwar gut gefeiert und wir hatten gute Zeiten miteinander verbracht, aber ich wusste, irgendwann mal wird das ein Ende haben. Scheinbar sowas Ähnliches auch an unseren Haftarah zu finden. Nachdem wir 5 Wochen lang aus der Torah über das Bauen von Mishkan, den Stiftzelt in der Wüste lesen, beenden wir diesen Schabbat, dieses Thema. Und die Haftarah, den Teil, was wir nach der Torah-Lesung aus den Propheten lesen, spricht natürlich über das Baus vom ersten Bet HaMikdash, erstes Tempel, durch König Salomon auf dem Tempelberg in Jerusalem. Während die Eröffnungszeremonie spricht König Salomon seinen feierlichen Reden an. Und er sagte, liebe Leute, ihr sollten wissen, dass dieses Bet HaMikdash, was ihr hier sehen, hat nicht nur dieses Erdgeschoss, sondern unten, im Untergeschoss, unter dem Tempelberg, habe ich bereit Platz vorbereitet, eine Versteckmöglichkeiten für den Aron Kodesh, für die Bundeslade mit den 2 Tafeln und vielen, vielen anderen heiligen Gegenständen. Und wir können uns vorstellen, wie die Reaktion zwischen die Leute waren und sagten, liebe König Salomon, ist das Ihr Ernst? Wir feiern jetzt die Eröffnung von Bet HaMikdash und du sprichst mit uns wegen irgendeiner schwierigen Zeit, irgendeinen Versteck für den Aron Kodesh? Und in der Tat, circa 50 Jahre vor zerstört dem ersten Bet HaMikdash, an einem heiligen Tag, an ziemlich guten und friedlichen Zeit für die Juden, kam König Josiah und befahl die Levitin, die Leviim, die sollen diesen bestimmten Gegenständen von Bet HaMikdash runtertragen und in diesen Versteckräume verstecken. Was ist da los? Erklären unseren Weisen, liebe Leute, das ist kein Notplan gewesen. Sondern König Salomon sagte die Juden, dieses Bet HaMikdash, was wir heute hier eröffnen, hatte eigentlich 2 Funktionsmöglichkeiten, 2 Pläne. Plan A ist, wenn wir die allen heiligen Gegenstände mit unseren bloßen Augen auch sehen können. Wenn wir Göttlichkeiten und Gottes Anwesen spürbar haben. Aber, sagte König Salomon, ihr sollen wissen, dass dieses Bet HaMikdash hat auch Plan B, eine 2. Funktionsmöglichkeit. Wenn wir diesen heiligen Gegenstände mit unseren bloßen Augen nicht mehr sehen werden und der Bet HaMikdash ist nicht mehr so spürbar und sehbar wie an die guten Zeiten. Das ist kein Notplan, sondern ein Plan B, wie Gottes Anwesen bleibt hier an dem Tempelberg und dieses Ort bleibt trotz alles heilig für uns für immer. Und genauso, meine Damen und Herren, es sind auch in unseren Zeiten. Wir fühlen uns in einer Notsituation. Und viele von uns denken, was ist hier los? Und das ist vielleicht ein Notplan von Gott ist. Wir sollen den vollen Glauben und vollen Vertrauen an Gott haben, dass alles, was ist jetzt passiert,
ist eigentlich ein Plan B. Ja, aber wir stehen trotzdem und beten und bitten zu liebe Gott und sagen, liebe Gott, dein Plan B von heute, es ist für dir keine Notplan möglicherweise, aber für uns, wir befinden uns in einer Not. Es tut uns weh und wir leiden jede Sekunde von diesem Plan und von dieser Situation. Liebe Gott, so wie du unseren Volk immer wieder gerettet hast und insbesondere in dieser Zeit kurz vor Purim, wo, liebe Gott, hat uns im Lauf so viele Jahre immer wieder seinen Wunder gezeigt, rette uns auch hier und jetzt von allen unseren Feinden, von allen unseren Leiden, bringt uns endlich mal in einen Ruhe, friedlichen Zeit im Ankunft des Moschiach. Shabbat Shalom.